In den letzten zwei Teilen der Ruffy-Reihe haben wir einige sehr interessante Sachen bezüglich Joy Boy und dem verlorenen Jahrhundert herausgefunden. Man hat am Anfang gedacht gehabt, dass damals im Krieg vor 800 Jahren gegen Im-Sama und die 20 Könige Joy Boy gefallen sei, jedoch ist diese Annahme nicht richtig gewesen. Joy Boy hat überlebt, konnte sich von seinen Verletzungen erholen, weil er von einigen Bewohnern des vergessenen Königreichs gerettet wurde, weil nicht jeder ist damals gestorben. Das D ist eine Abkürzung für alle diejenigen, die damals zur königlichen Familie im vergessenen Königreich gehörten. Damals, als Joy Boy wieder aufgewacht ist, sah er, dass die Welt nicht mehr dieselbe war, die er kannte, denn Im-Sama hat durch die antike Waffe Uranus die Welt von Grund auf geändert. Von nun an gab es 4 verschiedene Blues und Kontinente waren verschwunden. Es gab nur noch einzelne Inseln, auch welche, die damals zum vergessenen Königreich, einem großen Kontinent, gehörten. Den Hinweis dafür finden wir auf Mary Joa, und zwar heißt das Schloss dort das Pangea-Schloss, und Pangea heißt sozusagen, dass die Erde aus Kontinenten und Wasser drumherum besteht. Die Menschen hatten schon die Hoffnung aufgegeben, Im-Sama irgendwas anhaben zu können, doch Joy Boy ist jemand wie Roger und Ruffy gewesen, jemand, der niemals aufgibt. Deshalb hat er sich aufgemacht, einen großen Plan geschmiedet, um irgendwann die Welt zurück zum alten zu verwandeln. Dafür ist Joy Boy um die gesamte Welt gereist, um die Inseln zu finden, die damals zum vergessenen Königreich gehörten, denn diese brauchte er für seinen Plan. Jeder Insel hatte eine Aufgabe gegeben, zum Beispiel der Fischmenscheninsel, dass sie Poseidon, die antike Waffe, beschützen sollen. Zudem fanden wir auch dort ein Pornoglyph, wo sich Joy Boy dafür entschuldigt hat, dass er die Fischmenscheninsel nicht an die Oberfläche bringen konnte. Wano Kuni ist auch sehr wichtig, denn Wano Kuni hat den Auftrag bekommen, die Geschichte rund um Im-Sama und Joy Boy in die Pornoglyphe zu meißeln, sodass diese Geschichte niemals ausgelöscht werden kann, denn die Weltregierung ist dafür bekannt, dass sie Geschichten auslöscht. Alles, was ihnen nicht gefällt, wird von der Bildfläche ausradiert. So zum Beispiel auch damals Ohara, weil sie die Pornoglyphe entziffern wollten. Zudem hat Joy Boy auch alles daran gesetzt, einen Ort zu schaffen für eine wichtige Person, die in Zukunft auftaucht soll und sein Ziel zu Ende bringen wird, denn Joy Boy hatte nicht mehr genug Zeit. Durch seine Verletzungen wurde seine Lebenszeit um einiges geschmälert. Aus diesem Grund sind auch die Road-Pornoglyphen erschaffen worden und somit auch die Insel Lovetail, die zum Beispiel Goldie Roger erreicht hat. Nachdem er seine wichtige Nachricht auf Lovetail hinterlassen hat, hat sich Joy Boy Im-Sama und der Weltregierung gestellt und wurde genauso hingerichtet wie auch Gold Roger. Das ist zum Beispiel auch die Idee dahinter gewesen, dass sich Roger hinrichten lassen hat, denn diese Idee bekam er aufgrund dessen, dass er die Geschichte von Joy Boy gehört hat und so sein wollte wie auch er. Bei dieser Hinrichtung hat Joy Boy gesagt, ich werde nicht sterben und zurückkommen, und Im-Sama wird zu Fall gebracht. Diese Hinrichtung bekamen viele Leute mit, viele Leute, die auch damals zum vergessenen Königreich gehörten, wodurch die Hoffnung innerhalb dieser 800 Jahre niemals ausstarb. Es gibt zwei verschiedene Punkte. Zum einen das Will of D, was jeder x-beliebige Mensch erben kann. Er muss nicht mal jemand sein, der das D im Namen trägt, um das Will of D zu erben. Das Will of D ist es, frei zu sein und nicht unterdrückt zu werden. Diesen Willen sehen wir bei Charakteren wie Sanji, der zum Beispiel das All Blue haben will. Das ist sein Ziel, und das All Blue wird geschaffen, wenn die Red Line zerstört wird, welche von Im-Sama erschaffen wurde. Die Red Line stellt hier sozusagen die Eingeschränktheit der Menschen dar. Sie sind voneinander getrennt als miteinander vereint. Aufgrund dessen kann auch die Weltregierung alles tun und lassen, was sie wollen, denn die Menschen können nur vereint was gegen die Weltregierung tun. Doch wenn sie in 4 Teile geteilt wurden wie ein Kuchen, kommt keiner an die Macht der Weltregierung dran. Zum anderen gibt es aber auch die Reinkarnation. Man nennt es hier in diesem Anime auch den Auserwählten. Gold Roger war es leider nicht, weil die antike Waffe Poseidon zu diesem Zeitpunkt nicht geboren war. Es ist nämlich so, dass Poseidon alle 100 Jahre wiedergeboren wird. Dies heißt im Umkehrschluss, dass eine Reinkarnation, oder besser gesagt ein Auserwählter, der den direkten Willen von Joy Boy geerbt hat, auch circa alle 100 Jahre erscheint. Nachdem man diese Annahme getroffen hat, haben wir das Color Spread aus One Piece Kapitel 1009 analysiert, wo wir sogenannte kleine Steinstatuen sehen, die dem Buddhismus angelehnt sind. Ihre Haltung heißt so viel wie, ich
gebe meine Hoffnung weiter in die nächste Generation und es sind insgesamt 6 Steinstatuen zu sehen. Wir wissen, dass Joy Boy damals in Wano Kuni war und seine Prophezeiung eigentlich dort bis zum Schluss erzählt hat, damit diese Leute die Pornoglyphen meißeln können. Diese Steinstatuen stehen also für die Reinkarnationen von Joy Boy. Es gab insgesamt bisher 5 Stück, bevor Ruffy sozusagen jetzt der Auserwählte ist. Somit also 6 Auserwählte, nachdem Joy Boy gestorben ist. Auf dem Bild sehen wir, wie Otama den Strohhut von Ruffy nimmt, um es der letzten Statue ganz links aufzusetzen, was natürlich dafür steht, das soll Ruffy darstellen. Zudem haben wir noch in One Piece Kapitel 906, wo Im-sama sich langsam den großen Strohhut nähert, gesehen, dass es insgesamt 7 Kammern gibt. Das ist natürlich kein Zufall. Wir haben zum einen Joy Boy und 6 Auserwählte, was natürlich 1 plus 6 gleich 7 ergibt. Und zufälligerweise ist in einer Kammer ein großer Strohhut drinne. Diesen Strohhut hat Ruffy auch. Und auf dem Color Spread sehen wir auch Steinstatuen mit Strohhüten. Was natürlich nicht im Umkehrschluss bedeuten muss, dass jeder Auserwählte bis jetzt einen Strohhut trug. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und geschaut, wer denn bisher alles ein Auserwählter sein könnte und habe was wirklich Heftiges gefunden, Freunde. Am Anfang ist es wichtig zu verstehen, was überhaupt eine Reinkarnation ist. Der Buddhismus glaubt daran, dass man nach seinem Tod wiedergeboren wird, vielleicht als Tier, vielleicht aber auch wieder als Mensch. Und das genau ist Reinkarnation. Also man kann als x-beliebiger Mensch wiedergeboren werden. Und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie Teil derselben Familie sein muss oder Teil derselben Rasse. Es kann einfach irgendwas passieren. Man kann sogar sagen, dass eventuell Joy Boy als Fischmensch wiedergeboren wurde. Also dieses Level haben wir schon mal erreicht und natürlich muss dieser Charakter dann kein D im Namen tragen. Die Thematik mit dem Strohhut sollte auch angesprochen werden. Es heißt nicht, dass jeder Auserwählte in seinem Werdegang bisher einen Strohhut trug. Das wäre, denke ich mal, viel zu einfach. Es gibt so viele Menschen in One Piece, die einen Strohhut tragen. Ich meine, die Welt ist da groß und der Strohhut ist halt einfach da. Freunde, es ist so wie eine Cappy, die man einfach mal anzieht. Man kann ja nicht sagen, dass jemand, der einen Strohhut trägt, automatisch ein Auserwählter ist. Stellt euch mal vor, Ruffy hätte damals den Strohhut von Shanks nicht bekommen. Wäre er dann automatisch nicht der Auserwählte? Nein, natürlich nicht, das ist Schwachsinn. Deshalb gibt es hier Charakter, die natürlich keinen Strohhut tragen. Ich habe ein bisschen recherchiert, was denn Oda gemacht hat, bevor er mit One Piece angefangen hat. Er hat sich mit einem Pseudonym, also einem Namen, der nicht der Wahrheit entspricht, an einen Manga gewagt. Dieser Manga nennt sich Wanted. Es sind da 5 verschiedene Kapitel drin, unter anderem auch Roman's Dawn, die sogenannte Beta-Version von One Piece. Das erste Kapitel, welches er gezeichnet hat, hieß Wanted. In diesem Kapitel geht es um einen Jungen namens Gil Buster, Leute, und er ist sozusagen ein klassischer Cowboy, der überall dringend gesucht wird. Der Charakter ähnelt etwas Ruffy, hat sehr viele Gegner und ein Gegner verfolgt ihn die ganze Zeit, will ihn unbedingt umbringen und seine Niederlage nicht eingestehen. Doch Gil Buster hat einen Satz, den er immer wieder äußert, der sozusagen sein Markenzeichen ist. Er sagt, ihr seid 100 Jahre zu früh, um mich zu besiegen. Ich habe mir dabei am Anfang nichts gedacht, doch als ich dann die letzte Seite dieses Kapitels gelesen habe, war ich schockiert. Gil Buster sagt zu seinem Gegner, ich werde dich in der nächsten Welt sehen. In 100 Jahren. Dann steht da sozusagen dieser Manga-Text. Von diesem Tag an sah man Gil Buster nie wieder. Eiichiro Oda hat die gesamte One Piece Story schon im Voraus geplant gehabt, deshalb kann er jeden Storystrang, egal wann er will, beenden und auch anfangen, denn er hatte alle Ideen schon, wusste aber nicht, dass One Piece so lange gehen wird. Er setzt hier also diese 100 Jahre ein, die er ebenfalls auch bei Poseidon eingesetzt hat, die auch alle 100 Jahre wiedergeboren wird. Wir sehen natürlich noch weitere Kapitel und hier sind wieder Charakter, die vom Charakter her Gil Buster ähneln. Es scheint so, als wären sie die Reinkarnation von Gil Buster. Deshalb bin ich mir sicher, dass hier die Charakter, die jetzt hier in diesen Kapiteln vorkommen, die Auserwählten sind, die jetzt auch in One Piece erscheinen werden. Der erste Auserwählte ist also Gil Buster. Der zweite Auserwählte ist im Kapitel das Geschenk von Gott für die Zukunft zu sehen. Dieser heißt Bran. Er nutzt das Geschenk von Gott so, wie es keiner erwartet hätte und beendet seine Geschichte ungewiss. Der dritte Auserwählte ist im Kapitel Ikkyaku zu sehen. Sein Name ist Gukou. Es ähnelt wirklich
natürlich den Namen Goku, aber er wird anders geschrieben. Dieser treibt Monster aus, ähnelt auch vom Charakter Gil Buster und ist der dritte Auserwählte in unserer Liste. Jetzt geht es weiter mit dem vierten Auserwählten, Freunde. Ich denke mal, ihr alle kennt ihn. Im Kapitel Monsters sehen wir Samurai Ryuma, Freunde. Samurai Ryuma ist bestätigt worden und die Geschichte in diesem One-Shot-Manga von Monster ist bestätigt worden von Oda, dass die Geschichte wirklich so stattgefunden hat, denn er hat Toei Animation erlaubt, die Szenen aus Monsters zu benutzen. Jetzt kann man natürlich ein bisschen weiterdenken, wenn Monsters bestätigt wurde, warum sollten dann die vier anderen Kapitel nicht bestätigt werden? Besser gesagt, die drei anderen, weil Roman's Dawn ist ja die Beta-Version von One Piece, deshalb ist sie einfach so drin gewesen, aber die drei anderen Kapiteln werden eigentlich auch bestätigt sein müssen. Die Geschichte von Ryuma sollte ich euch nicht erzählen brauchen. Er war eine Legende und hiermit der vierte Auserwählte in meiner Liste. Der fünfte Auserwählte ist jetzt sehr kritisch, Freunde, weil wir haben kein fünftes Kapitel, was einen neuen Auserwählten sozusagen enthüllen kann. Denn Ruffy kennen wir ja schon, dieser kommt auch in Roman's Dawn vor, dem fünften Kapitel. Doch Ruffy hat auf seiner Reise jemanden kennengelernt, der einem Auserwählten sehr nahe kommt. Wir sind darauf eingegangen, dass Joy Boy hingerichtet wurde, um die Wahrheit zu sprechen. Auf Skype hier lernten wir jemanden ganz besonderen kennen, und zwar Noland. Nicht nur, dass sein Name nah ans Vergessene Königreich kommt, weil das Vergessene Königreich war ein Land, was es jetzt nicht gibt. Er wurde hingerichtet, weil er die Wahrheit gesprochen hat. Deshalb ist er in meiner Liste der fünfte Auserwählte. Wenn ihr erfahren wollt, wie diese Auserwählten alle gestorben sind, oder wollt, dass ich meine Review mache zu jedem einzelnen Auserwählten, zu seinem Kapitel von Eiichiro oder höchstpersönlich, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.